Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Custom Quest 2. Wir schauen mal, was der hier noch zu sagen hat. Dirtanian, endlich, ich kann nicht glauben, dass ich hierhin durchgekommen bin. Was mache ich jetzt? Kann ich da rein? Nee. Also ich muss tatsächlich wieder zurücklatschen, ja? Boah, das ist hier überhaupt nicht nervig. Oh nein, vergiss es. Kein Bock, gegen euch zu kämpfen. Ich habe schon genug von euch gekillt. Da hab ich jetzt keinen Bock mehr. Wie sieht's mit unserem Set aus? Sind wir wieder voll? Ja, das passt schon. Tschüss. Ach, jetzt funktioniert's auf einmal wieder, ja? Mhm. So. Ist hier auch was verändert worden? Ne, war es immer noch exakt gleich. Und wir müssen einmal wieder komplett zurück. Was wir machen können, wir können... Hier ist der Händler nicht gewesen. Wir können beim Händler nochmal kurz vorbeischneiden und schauen, was er so hat. Der Hexensumpf, ah ja. Stärkere Heilung, das finde ich gut. Und das Candy Corn benutze ich aktuell nicht. Angriff eines Feindes heilen statt Schadenfrosten und doppelt Süßkernbelohnung. Ich fand alle Schwächungen deiner Spieler. Ach, ist egal. So. Alle Geheimnisse. Was war das Geheimnis gewesen? Ach, die Piñata, glaube ich, ne? Sehr schön. Okay, dann werden wir jetzt zurücklatschen kurz. In der Hoffnung, dass kein Kroni. Aber ich glaube, hier ist alles geklärt. Ich habe hier alles sauber gemacht. Juhu! Ich wollte eigentlich eine schöne Pirouette drehen, aber gut. Hat nicht so richtig funktioniert. Das Zeitloch ist irgendwo hier drüben. Wo ist das hin? Oh oh. Oh oh, was? Ich glaube, dadurch, dass wir die Uhr von Chronoculus nahmen, haben wir verhindert, dass Everett sie ihm in der Zukunft stehlen konnte. Und? Können wir nicht einfach ein neues Zeitloch damit erschaffen? Hm, vielleicht. Nein, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Heißt das, ihr seid alle hier gefangen? Cool, dann können wir alle zusammenhängen. Nein, es ist nicht cool. Wir müssen nach Hause. Ich weiß. Graben wir uns durch nach China. Was machst du da? Oh ja, das ist genial, Schwesterherz. Schwesterherz? What the fuck? Okay, die haben die Dialoge vertauscht. Warum habe ich nicht daran gedacht? Hey Monty, du musst uns einen großen Gefallen tun. Sicher, was? Du musst dich daran erinnern, ob ich sie so vergraben habe. Sehe ich wie ein Dummkopf aus? Du hast sie gerade vor mir vergraben. Wie könnte ich das vergessen? Ich meine, du musst dich in circa 20 Jahren daran erinnern. In 20 Jahren? Warum? Weil unser Freund Everett in 20 Jahren hier leben wird. Du musst ihm sagen, dass diese Uhr unter seinem Haus vergraben ist, damit er uns hier rausholt. Okay, Everett, in 20 Jahren, verstanden. Das ist das Haus gewesen, wo wir gewesen sind, ne? Monty, du hast es versprochen! Was? Ich werde es machen, ich verspreche es. Ich werde es nicht vergessen, oh Mann. Da ist es. Du hast es getan, danke Monty! Habe ich? Nun, ich habe mir ja gesagt, dass ich es mir merken würde. Dann mal auf Wiedersehen, Monty. Danke für alles, Monty. Macht's gut, Leute. Das ist auf jeden Fall eine super interessante Taktik. Gab's ja auch im Big Bang Theory. Hey, Leute. Wo Sheldon erklärt hat, wie er und Leonard so zusammengekommen sind. Und sie haben schriftlich festgehalten, sollte irgendeine Zeitmaschine erfinden, wird jemand genau in 5 Sekunden erscheinen und dann im Prinzip, ja, sie mit in die Zukunft nehmen oder irgendwie sowas. Und dann kann man gucken, okay, ist was passiert? Hm, schade. Hat man nicht geschafft. Hm, schade. Finde ich cool. Das fand ich eine interessante Sache. Hey, Leute. Wir wissen, dass ihr Chronoculus aufhalten konntet. Das war gut. Dr. White kann die Zeit nicht mehr manipulieren, aber hier hat sich nichts verändert. Also hat er immer noch den Talisman gestohlen, oder? Ja, tut uns leid. Er hat diesen Zeitzauber auf uns gehetzt und sich davon gestohlen. Was sollen wir tun? Noch ein Zeitloch öffnen, um zu entkommen? Ohne unsere Tochter gehen wir nicht. Ihr habt eine Tochter? Oh wow. Okay, ich dachte, die bleiben stecken.
Dr. White. Kostümverstoß! Kostümverstoß! Wachen, schafft dieses Hörnding hier raus. Ja, Dr. White. Und bring mit diese Uhr. Nein, sie werden sie nie wieder verwenden. Kaboom! Lucy, was hast du getan? Jetzt sind wir für immer hier gefangen. Das hättest du nicht tun sollen. Wachen! Nehmt diese zwei mit zur Anklagebank. Anklagebank? Was für eine Bank? Steckt sie einfach ins Gefängnis, du Dummkopf. Lucy, Everett. Wie es aussieht, brauchen diese zwei Gesetzesbrecher sofort eine Erziehungsmaßnahme. Melde sie sofort in der Zahnakademie an. Au, hey! Hey, Finger weg, du stinkender Grubbin! Warum kommen mir diese Kinder so bekannt vor? Oh nein, wir sind in der Zukunft gefangen. Okay, Menschenkinder, beruhigt euch. Heute werden wir uns die Lesehausaufgaben von gestern ansehen. Wo sind wir eigentlich? Ich kann uns nicht wirklich erkennen, oder? Ich würde sagen, Mitte rechts? Danach habt ihr eine halbstündige Pause für Erholung mit Zahnseide. Also, sehen wir mal, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Wer kann mir etwas über Halloween erzählen? Hallo, hallo, Wien? Ist das nicht die Tageszeitung von Österreich? Nein, Bert, es ist nicht die Tageszeitung von... Es ist ein Furz! Okay, wir sind nicht Mitte rechts. Duncan, keine Ausbrüche mehr von dir. Was Halloween ist. Ich weiß es. Okay, neues Kind. Remy, nicht wahr? Erzähl uns von Halloween. Halloween ist der allerbeste Feiertag. Alle können tolle Kostüme tragen und bekommen kostenlose Süßigkeiten. Falsch! Jetzt weiß ich, warum man dich zur Akademie geschickt hat. Du brauchst eine wirklich gute Erziehung. Kann jemand Remy sagen, was Halloween wirklich ist? Es war eine böse Nacht, in der Eltern ihre Kinder zu verführt haben, Gift zu essen. Sehr gut, Laird. Du hast deinen Hausaufgang gemacht. Du hältst einen Goldzahn. Und zum Glück hat Großvater White vor langer Zeit das Übel Halloween abgeschafft. Also, wer kann mir etwas über die Schädlichkeit von Süßigkeiten für Menschen sagen? Dadurch fallen einem die Zähne aus. Gut, was noch? Sie vergiften einen von innen und bringen einen um. Bert, sehr gutes Begriffsvermögen. Was noch? Ich. Ja, Remy? Ich bin Reynolds, nicht Remy. Das habe ich doch gesagt. Nun, wie lautet deine Antwort? Süßigkeiten machen Kinder glücklich. Sie sind weich und lecker und klebrig und wunderbar. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Du riskierst die Verunreinigung deiner Zähne mit diesen absurden Geschichten. Wenn du dich nicht an die Lektion erinnern kannst, plappere nicht solches sinnloses Kauderwelsch daher. Okay, meine Schüler, nächste Frage. Wie hat Großvater White die Repugianer befreit? Oh, er hat sie mit Süßigkeiten hervorgelockt. Falsch, sonst noch jemand? Er hat gefurzt. Ah! Duncan, noch ein Ausbruch von dir, du musst nachsitzen. Ich weiß es. Er hat einen Hexentalisman gestohlen, damit die Monster dann nach seiner Pfeife tanzen lassen. Ja, damit sie zum Beispiel diesen dummen Gehirnwäscheunterricht geben. Okay, Mitte und Mitte oben sind wir. Das war's, ihr Aufsätze. Geht sofort zum Nachsitzen ans Ende des Flurs. Aber gerne doch. Oh, da ist noch ein Böse an diesem Hausmeister. Ich hab meine Schuhe gar nicht. No, ich hab meine Schuhe nicht. Was machst du hier hinten? Ich habe gesagt, du sollst zum Nachsitzen gehen. Ja, ja, sehr gut. Brush. Das ist überhaupt nicht gruselig, Alter. Guten Tag. Wo ist das Nachsitzen, Mr. Grubbin? Ich weiß es nicht, Menschenkind. Crustofer. Probiere es doch beim Nachsitzen am Ende des Flurs. Bist du behindert? Jordan, ich habe dem Lehrer gesagt, dass ich auf die Toilette muss, aber eigentlich wollte ich nur durch die Flure streifen. Ich habe schon wieder irgendwas mit 40 gelesen. Es ist verschlossen. Zahnakademie. Eigentlich soll ich nachsitzen, aber hier draußen gefällt es mir besser. Hallöchen, Sepp. Es ist verschlossen, aber da will ich auch nicht rein. Aber hier sind wir schon am Ende, alles klar. Tipp, Tipp, Tipp. Noch mehr Unruhestifter? Setzt euch neben Haley. Gesicht nach vorn und kein Wort. Da kann er sich vielleicht mal näher an den Tisch ransetzen.
Hey Leute, ich bin Hayley, warum seid ihr hier? Wir haben die Wahrheit über Halloween gesagt. Ich schätze, das ist hier nicht erlaubt. Ich auch. Ich habe ihnen gesagt, dass Kostüme fantastisch sind. Was soll ich denn tun? Es ist nun mal so. Mein Dad hat mir sogar einmal ein irres Superheldenkostüm gemacht. Aber wir mussten es im Schuppen aufbewahren, weil es illegal ist. Moment mal. Ist Everett dein Dad? Ja. Kennt ihr ihn? Er ist unser bester Freund. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Oh, wow. Ruhe! Oh, Ren und Reynolds? Meine Eltern erzählen die ganze Zeit von euch. Sie haben gesagt, ihr könntet uns retten. Wir haben es versucht, aber Dr. White hat uns unsere Sachen weggenommen und uns hier eingesperrt. Und seine Wachen haben auch deine Eltern mitgenommen. Tut mir leid, Hayley. Was? Er hat meine Eltern? Wir müssen sie retten. Hayley ist seiner Gruppe beigetreten. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich muss mal aufs Klo. Was ist Menschenkind? Ich versuche mein Profil zu aktualisieren. Nur schön für Tinder, wa? Mir ist schlecht. Kann nicht zur Krankenschwester gehen. Schlecht, ja? Gehirnscan, Gehirnscan. Die analysiert zeigt keine Anzeichen von Krankheit. Dir geht es gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Kann nicht zur Toilette gehen? Du musst warten, bis es zur Pause klingelt, Menschenkind. Aber du hast mich daran erinnert, dass ich zur Toilette muss. Ich sitze schon seit Stunden an diesem Computer. Bleib sitzen, bis ich zurück bin und nicht reden. Aber mir so ein bisschen Harry Potter den Stein der Weisen, oder? Ganz am Anfang, wo man in die Bank kam, diese komischen Gremlins. Vor allem, wenn eine Dude da draußen steht vor der Tür, weißt du? Das ist unsere Chance. Verschwinden wir von hier und holen unsere Kostüme. Übrigens, ich war dabei, mir selbst ein Kostüm anzufertigen. Meine Lehrer haben einige der Materialien konfisziert. Aber das haben sie nicht konfisziert. Ein neues Muster. Oder? Ren, Hayley und Reynolds, die haben mir fehlen leider meine Kostüme. So. Jefferson, Fund und die Zahnakademie, alles klar. Ich will meine Schuhe wieder haben. Meine Dingsschuhe, ihr wisst schon. Meine Speedschuhe. Du hast dein Kostüm schon, eine gepuderte Perücke. Was sehen wir da rechts an der Wand? Wir sind einfach ein Zeitungsartikel wahrscheinlich. Oder so ein alter Discman, den hätte man da auch sehen können. Von wo kam ich her? Von da kam ich her. Also gehen wir erstmal links rein. Ding, 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 ding. Ich habe Schnallenschuhe gefunden. Ich kann mich melden. Ich möchte auch was sagen. Der läuft die ganze Zeit mit der Hand hoch rum. Hätte ich theoretisch hier nochmal ganz kurz reingekonnt. Ist der noch da? Okay, ne, hätte ja sein können, dass wir hier ein Dings haben. Ein Teil. Hey, wissen Sie, wo Sie unsere Sachen hingebracht haben, Mr. Grubbin? Mir erzählt niemand etwas. Sie sagen mir nur, ich soll den Boden wischen und die Kostüme in den Schrank legen, damit sie niemand findet. Interessant. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir an Ihnen vorbeigehen? Vielleicht später. Im Moment ist der Boden noch nass. Dann nochmal. Wie einfach nichts in dem Raum drin ist. Hätten Sie ein bisschen mehr Mühe geben können, die Entwickler. Ich bin mir unsicher, ob wir da rein müssen. Lass mich mal kicken. Ich werde euch nichts verpassen von meinem Kostüm. Da ist was. Halstuch! Modefreak! Oh, ich habe ein neues sofort gemacht, ja. Eine redegewandter Gründungsvater, dessen Väter mächtiger als jedes Schwert, das Fokus Atomwaffe. Karl für Sonderzerstörungserklärung. Jefferson schreibt sein Meisterwerk nieder und verkündet es mit explosiver Wirkung. Erkundungsfähigkeit, Diplomatie, Herkunft Hayley hat mir das Muster gegeben. Die restlichen Materialien befanden sich in Lehrertischen in der Zahnakademie. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Witzig, er hat jetzt schon eins. Mir ist aufgefallen, Mr. Grubbin, dass sich mit diesen Böden ablagen. Das stimmt. Könnt ihr glauben, dass die Böden die ganze Zeit sauber sein sollen? Ganz zu schweigen, dass ich nur einen Schwebeeimer der ersten Generation habe. Es sieht wie ermüdende Arbeit aus. Ich glaube, sie sollten sich eine Pause gönnen. Ihr habt recht, vielleicht mache ich eine Pause. Meine Rückenmuskeln schmerzen. Das ist die Diplomatie gewesen, die ich genutzt habe. Also ein Verhandeln. Hier ist bestimmt Ende, oder? Hoffe ich. Geile Süßigkeit. Oh.
Ich muss mal. Oh, Hallöchen. Wir bringen mal ganz kurz unsere. Oh, hier geht's auch noch rein. Ein Brunnen. Okay, das heißt, wir müssen erstmal die Kostüme holen. Sonst wärst du kein Kostüm-Quest. Bling! Meine Sachen sind wieder da. So, jetzt ist die Frage. Fokus Atomwaffe. Können wir mit der Maus machen. Minus 2 plus 12%. Holy moly. Minus 2 Leben, aber plus 12% Schaden. Gut gegen Technologie und schwach gegen Magie. Gut gegen Magie. Das ist aber gut. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich als... Das behalten wir hier. Sie kriegt das. Und sie kriegt das da. Heilen brauchen wir tatsächlich aktuell. Ups, Entschuldigung. Heilen ist aktuell nicht notwendig. Wir müssen auf jeden Fall jetzt auch mal eine Karte nutzen, wo wir uns heilen können. Weil ich glaube, der ist schon mega mächtig, ne? Plus 12% Schaden. Schon böse. Minus 2 Leben, aber dafür plus 4 Schaden. Das ist krass. Sehr schön. Oh, ich kann wieder mich rum. Oh, Hallöchen. Boah, haben sie Kostüme verteilt, als ich geschlafen habe? Meine Zähne haben einen Perzentilwert von 99, Mann. Du siehst seltsam aus. Was hast du da an? Ich rede über Fürze, um Lacher zu ernten, aber ich weiß, dass das schlechte Witze sind. So, hier ist unser Brünnchen, wo wir im Prinzip uns heilen können. Und manchmal bei den Dingen speichern, wobei ich glaube, der hat gerade automatisch gespeichert, ne? Der ist weg, aber ich würde sagen, wir gucken ihm doch mal. Na, musst du mal? Warum seid ihr nicht beim Nachsitz? Ihr Menschenkinder seid die Schlimmsten. Wir haben uns Sorgen um sie gemacht. Wir wollten nur sicher gehen, dass es ihnen gut geht. Was für ein Unsinn. Sofort zurück in den Unterricht. Alles klar. Juhu! Tja, doof, hm? Ihr versteht nicht, ich muss jetzt gehen. Ja, dann geh doch. Und wir müssen auch gehen. Tschüss! Der Bulle. Wollt ihr irgendwo hin? Direktor Bojim. Euer Verhalten ist inakzeptabel. Seht euch diese Liste mit Verstößen an. Störung der Klasse, Nachsitzen, Schwänzen, Entführung, Diebstahl von Schuleigentum. Diese Kostüme sind unser Eigentum. Sie haben sie zuerst gestohlen. Und was meinen Sie mit Entführung? Ich bin freiwillig gegangen. Ich bin noch nicht fertig. Verstoß gegen das Kostümgesetz, Manipulation unserer Hausmeister und Versuch der Flucht. Wieso versuchte? Wir haben es geschafft. Fluchtversuch ist seltsam, Menschenkinder, denn man kann überhaupt nicht aus der Zahnakademie fliehen. Zumindest nicht ohne eine ordentliche Erziehung. Oha, Alter, wie sehen wir denn aus? Direktor Boat Gym, 1250. Geht das? Na, ah, schade aber auch. Okay, sonst haben wir tatsächlich aktuell keine. Keine Karten mehr. Wird ein harter Kampf. Und das ohne Heilung. Könnte hart werden. Ich glaube, das verlieren wir vielleicht. Könnte wirklich schwierig werden. Und er hat super viel Leben. Wir machen durch dieses Combo nochmal super viel Damage, oder? So krass. Let's go. Pew. Er hat schon mal 400 Leben verloren. Das könnte ohne Heilung tatsächlich vielleicht etwas schwieriger werden. Aber wir gucken mal. 50. Und wenigstens machen wir keinen Minusschaden. Also dass wir eine Schwäche gegen den hätten. Unser Pterodactylus, der hat sogar einen Vorteil. Das ist natürlich ganz nice. Ich hoffe, er greift ihn jetzt nicht an. Sehr gut. Random und Ren kann er angreifen, ist okay. Amazing!
Hälfte Leben hat er noch. Okay, wir schaffen es doch. Wir sind gut gestärkt. Ich hätte natürlich gedacht, ohne Dings schaffen wir es nicht ohne Heiler. Wäre natürlich interessant gewesen, als wir es hätte nur mit Heiler schaffen können. Okay, lass uns angreifen. Zerstörungsaufklärung. Ich unterzeichne die Unabhängigkeitserklärung. Hinfort! Kündigung! Und ich werfe einen Bus nach ihnen! Tschüss! Und ich beiß einfach nur zu. Mom. Hoppelnom. Geh mal hin, der Runde? Bestimmt, oder? Ja, easy. Easy peasy. Und da ohne den Skill. Wir schaffen das. Wir schaffen das! Los! Oh. Kürbiskruste. Macht feindliche Schaden der letzten Runde rückgängig. Oha. 350 EP, 250 Süßes. Süßigkeit Überfluss. Oh, Hallöchen. Boah, da ist ein Häufchen. Oha, wo geht's hier überall hin? Leider muss ich dafür wieder den da anziehen. Du hast mich gefunden. Wir tragen illegal Kostüme und spielen Verstecken. Willst du mitspielen? Wenn du alle 600 findest, bekommst du einen Preis. Ah, wie cool. Versteckspiel in Dystopia. Das ist ja witzig. Nice. Du machst gleich mal zu dem Haufen da hinten, ne? Juhu! Hätte man theoretisch gleich das Ding. Oh. Okay, wir hätten auch hier runtergekommen. Ups. Oh, Indikalisation. Da möchte ich aber noch gar nicht hin. Das ist noch nicht. Oh, was haben wir hier? Das ist noch nicht mein Ziel. Hier kann ich auch, wa? Wir müssen ja neue Süßigkeiten fangen, finden. Denn wir haben kaum noch welche, um sie für eine weitere Kostümverbesserung auszugeben. Okay, sonst ist ja nichts mehr. Dann auf zur Canalization. Aber bevor wir reingehen, meine lieben Freunde, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Costume Quest 2. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.